Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Bundesrepublik und in den meisten europäischen Ländern beginnt heute wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Zeiger um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Die auf diese Weise eingebüßte Stunde wird am 27. September zurückgegeben, wenn zum Ende der Sommerzeit die Uhren wieder eine Stunde zurückgestellt werden. Die Bundesrepublik und die Sowjetunion haben sich nach 5-tägigen Verhandlungen in Bonn auf den Abschluss eines Umweltschutzabkommens geeinigt. Es soll in Kürze unterzeichnet werden. Kern der künftigen Zusammenarbeit sind nach Angaben des Bundesumweltministeriums die Reinhaltung der Luft, der Gewässer- und Bodenschutz sowie die Verhinderung umweltbelastender Störfälle. Berlin wurde in das Abkommen einbezogen. Frankreichs Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl haben bei ihrem 5-stündigen Treffen im Loire-Schloss Chambord eine gewisse Übereinstimmung in Fragen der europäischen Sicherheit festgestellt. Beide Staaten wollten Abrüstung, so Kohl, aber kontrolliert. Beide Staaten, so Mitterrand, hätten dieselben Ansichten über Sicherheitsgarantien für Europa bei einem Abkommen zwischen den USA und der Sowjetunion über die sogenannte Nulllösung. Ein solches Abkommen über Mittelstreckenraketen müsse weitere Verhandlungen über Kurzstreckenraketen festschreiben. Diese Position vertritt auch die britische Premierministerin Thatcher, die in Moskau mit dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow gesprochen hat, zum Auftakt ihres 5-tägigen Besuches in der Sowjetunion. Abrüstungs- und Rüstungskontrollfragen stehen im Mittelpunkt dieser Moskau-Reise, der ersten eines britischen Regierungschefs seit 12 Jahren. Die offiziellen Gespräche beginnen morgen. Frau Thatcher hatte sich vor ihrer Reise mit dem französischen Staatspräsidenten und dem Bundeskanzler abgesprochen. Die sowjetische Führung erhofft sich von dem Thatcher-Besuch eine Annäherung zwischen NATO und Warschauer Pakt in Abrüstungsfragen. Die Gefahr, dass der Streit zwischen Griechen und Türken um das Recht auf Ölsuche in der Ägäis in einen regelrechten Krieg zwischen beiden NATO-Partnern münden könnte, scheint gebannt. Der türkische Ministerpräsident Özal erklärte in London, das Forschungsschiff seines Landes, das ursprünglich außerhalb eigener Hoheitsgewässer nach Öl suchen sollte, werde dies vorerst nicht tun. Voraussetzung sei, dass auch Griechenland in dem umstrittenen Gebiet nicht nach Öl suche. Die polnische Regierung hat drastische Preiserhöhungen für Lebensmittel und Grundbedarfsgüter angekündigt, die zum Teil schon heute in Kraft treten. Erheblich teurer werden Alkoholika und Zigaretten sowie vor allem Gas, Heizung und Benzin. Den jetzt verkündeten Preiserhöhungen war ein langes Tauziehen zwischen der Regierung in Warschau und den offiziellen Gewerkschaften vorangegangen. Der Vorstandsvorsitzende der Ruhrkohle AG Horn rechnet im deutschen Bergbau mit dem Verlust von mindestens 15.000 Arbeitsplätzen. Als Grund nannte Horn der Westfälischen Rundschau die 1988 auslaufenden Exportsubventionen für die Stahlindustrie sowie den konjunktur- und strukturbedingten Absatzausfall in diesem Industriezweig. Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga unterlag Herbstmeister Hamburger SV dem Titelverteidiger Bayern München mit 1:2. Die Lottozahlen 10, 13, 18, 41, 42, 43 und die Zusatzzahl 33. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 8, 6, 7, 3, 7, 9, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für heute Sonntag, den 29. März. In den Frühstunden gebietsweise aufgelockerte Bewölkung. Sonst überwiegend stark bewölkt mit einzelnen Schnee-, Regen- oder Graupelschauern, örtlich auch kurze Gewitter. Tiefstemperaturen 1 bis 4 Grad. Tageshöchstwerte 4 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen stürmischer, im Norden starker Westwind, hier mit schweren Sturmböen. Die weiteren Aussichten, in der Nacht zum Montag Frost, tagsüber zunehmend sonnig und ansteigende Temperaturen. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen.
Die Tagesschau meldet sich wieder mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten heute Mittag um 12.45 Uhr.